Hello and welcome back to a new video on my channel. Wie man unschwer erkennen kann, ist das hier kein Vlog, sondern das wird so ein Sit-Down and Talk-Video. Das wird auch nur so 5 bis 8 Minuten gehen wahrscheinlich. Aber ich, keine Ahnung. Ich hatte jetzt in den letzten Tagen so hauptsächlich nur so Down-Phasen. Okay, Tage ist relativ, Wochen. Monate, I guess. Auch der Grund, warum einfach nie Videos kamen. Ich habe jetzt gestern, wir haben heute Dienstag, den 24. Ich habe jetzt gestern ein Video hochgeladen von meiner Corona-Quarantäne. Die war aber Anfang April eigentlich. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gestern hochgeladen habe. Beziehungsweise ja, ich war halt nicht motiviert, das zu schneiden, hochzuladen, zu drehen war ich schon kaum motiviert, beziehungsweise ich war motiviert. Dann habe ich Corona bekommen und dann ab da ging es nur noch bergab. Ich entschuldige mich auch, dass ich immer noch krank bin. Also man hört es, glaube ich, keine Ahnung. Ich bin immer noch krank, was scheiße ist. Ja. Wie soll ich sagen, ich habe halt irgendwie einfach keine Motivation gehabt, zu drehen, zu filmen, zu schneiden, gar nichts, was mir voll leid tut, weil eigentlich macht es mir Spaß. Deswegen habe ich ja auch mit YouTube angefangen, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber, keine Ahnung, zwischenzeitlich ging es mir halt einfach absolut nicht gut und dann wollte ich nicht auf Zwang irgendwas drehen und filmen. Und keine Ahnung, ich will mich jetzt aber zusammenraffen, ne? Und jede Woche was hochladen. Es wird wahrscheinlich nicht immer Montagabend 6 Uhr sein, das werde ich nicht hinkriegen. Aber ich werde mir Mühe geben, weil bei mir stehen jetzt in den nächsten Wochen ganz, ganz coole Sachen an. Und zwar diese Woche, also beziehungsweise ja, doch diese Woche. Gehe ich auf Konzert und auf eine Comedy-Show. Deswegen, da wollte ich euch mitnehmen. Dann gehe ich in Urlaub nächste Woche. Da geht es nach Paris. Und die Woche drauf geht es nach Kroatien. Deswegen könnte da eigentlich ganz cooles Zeug zusammenkommen. Und danach hatte ich überlegt, ein Video zu drehen. Ich habe ja Abi gemacht letztes Jahr und habe mir ja ein freies Jahr genommen. Dementsprechend habe ich so überlegt zu erzählen, so ein Recap zu machen, wie es bei mir nach meinem Abi war. Also, wie erkläre ich das? Pros und Kontras davon, sich ein freies Jahr zu nehmen, was ich alles gemacht habe. Okay, es ist nicht so viel, aber ja, das habe ich mir überlegt, weil um die Zeit haben ja dann viele ihr Abi komplett geschafft, zumindest in Baden-Württemberg. Also es fehlen ja auch die mündlichen Prüfungen, die schriftlichen sind ja schon geschrieben hier bei uns. Deswegen, ja. Ich weiß auch nicht, ich habe mir auch überlegt, ob ich bald einen YouTube-Kanal auf Englisch mache, also ob ich nur Englisch rede, aber ich... Keine Ahnung, ich kann nicht so gut Englisch reden. Also mir sagen voll viele, boah, du kannst voll gut Englisch sprechen, bla bla bla. Aber ich persönlich finde, ich kann das nicht. Keine Ahnung, es ist ganz komisch. Ich habe mir überlegt, ob ich das als Versuch mache und so ein Video auf Englisch mache und gucke, ob sich das richtig anhört. Weil klar, man kann Englisch, aber zu grammatikalisch Englisch, weiß ich nicht. Weiß ich ganz, ganz doll nicht. Aber ja, was wollte ich doch sagen? Eigentlich wollte ich nur reden und nicht ein Statement. Das kann man nicht Statement nennen, was ich gerade mache, aber so einfach mal erklären, was wirklich los ist. Ich habe es jetzt nicht ins Detail erklärt, aber ja. Es war halt eine Achterbahnfahrt an Gefühlen, Emotionen, an sehr vielen Dingen. Und dieses Kranksein, dieses Permanente macht mich so kaputt. Ich bin immer noch krank. Ich bin seit Anfang März krank. Und ich krieg's einfach nicht los. Wir haben jetzt Ende Mai.
März, April, Mai. Das sind 3 Monate. Ich bin seit 3 Monaten krank und es ist so träge und nervend, so rumzulaufen, so zu leben, so zu atmen. Ich kann kaum atmen, ohne dass es mir weh tut. Aber ja. Ich werde mir jetzt voll viel Mühe geben und ich werde das jetzt wirklich zusammen, mich zusammenreißen und ich werde jetzt damit 100% wieder hinterstehen, weil ich habe YouTube vor einem Dreivierteljahr angefangen. Ich weiß, ich habe es vor. Oh, ich habe es im August 2021 angefangen. Das war mein erster Vlog, kam da hoch. Mein Travel-Vlog mit meinen 2 besten Freundinnen. Und ich habe angefangen, weil mir das Spaß macht. Mir macht es Spaß, vor der Kamera zu sitzen und zu reden. Mir macht es Spaß, zu zeigen, was ich tue. Mir macht es Spaß, das Ganze danach zu schneiden, weil ich unheimlich Spaß daran habe, an dem Programm zu arbeiten und mich weiterzuentwickeln, was meinen Schneidstil angeht, was mein Videobearbeitungsskills angeht, neue Sachen lernen, wie man das einfügt, wie man das macht. Das macht mir unheimlich Spaß. Mir macht es auch unheimlich Spaß, da ein Thumbnail zu kreieren, da kreativ zu sein. Deswegen verstehe ich nicht, warum ich kurzzeitig aufgehört habe. Keine Ahnung, irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich dachte, ich erlebe einfach nichts und fand es langweilig. Ich fand es halt irgendwann mal selber langweilig, meine Videos anzugucken. Und deswegen weiß ich aber, dass jetzt ab morgen was fett was ansteht. Und ich mich drauf freue. Obwohl, ich habe auch noch vorgedreht, das kommt jetzt am Montag, das Video. Ich war auf der Shisha-Messe Anfang Mai. Das habe ich auch gedreht. Das hat mir auch wieder Spaß gemacht. Keine Ahnung. Das ist schwer zu erklären, warum ich eine Pause mache, warum es mir gefällt. Ich weiß es nicht. Es war halt viel nebenher noch im Leben. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt genug gesagt, weil so viel Spannendes und so viel Interessantes ist es ja auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das Video hier irgendjemand anguckt. Ich hätte anfangen sollen mit Dear Diary. Das ist gar nicht so dämlich. Naja, mal schauen, wie meine Videos weiter werden. Auf jeden Fall wollte ich mich bedanken für die das Video schauen. Allgemein, die meine Videos schauen, die mich seit Anfang, seit Tag 1 supporten. Die auch meine Videos immer liken, die kommentieren. Einfach mal Dankeschön. Auch wenn es nicht viele sind. Einfach mal Dankeschön. An die diesmal. Ich werde mich jetzt anstrengen. Ich werde mich zusammenreißen. Ich werde es jetzt hinkriegen. Wir werden das hinkriegen. Und das wird dann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich habe euch alle ganz, ganz arg lieb, die mir zuschauen. Und bis Montag, bis zum nächsten Mal.